Hallo Community, hier sind wir wieder, der Julian, der Micha von Trader Online Video. Hallöchen, und vor uns liegt ein ganz neues Einsteigerprodukt, und zwar das Spellslinger Starter Kit. Genau. Ja. Viel Spaß. Ja. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Dann schauen wir doch mal rein. Ja. Das ist ja leider nur englischsprachig, aber das ist jetzt für dich ein Produkt. Wenn du Freunde hättest, könntest du sagen, hier, Leute, kauft das, fang an Magic zu spielen. Ja. Aber die, wenn du welche hast, dann können die auch kein Englisch. Ne? Also insofern ist das kein Produkt für dich, aber das ist extra für dich. Lerne Magic zu spielen heute, du kannst das ja schon. Aber das kann man halt wirklich, ist gerade jetzt irgendwie vielleicht auch ein tolles Herbst-Weihnachtsgeschenk oder so, kann man sich schon mal weglegen, weil es halt wirklich... Die Neuerung ist, dass man damit nicht mischen soll, sondern direkt loslegen soll, so wie es angekündigt ist. Wir gucken mal. Da guckt uns schon der Galta an, so als Highlight-Karte. Also diese Decks sind immer gleich gepackt, sind 62 Karten-Decks drin. Ja. So, was haben wir denn? Ist hier sagen sie nämlich schon direkt, do not shuffle. Do not shuffle heißt, du sollst nicht... Mischen. Also, du musst mischen, ne? Dann so. Das steht. Okay, was haben wir denn noch? So, wir haben einen weißen und einen grünen Würfel, das wird also immer gleich sein. Ja. Ne? 62 Kartendecks und hier, zack, zack, den Serras Guardian, den kennen wir schon aus dem Welcome-Deck, aber so kommt man da halt auch mal ran, käuflich. Und den Galta, wir packen das gleich noch aus. So, wir haben ein Spellslinger Rulebook. The first time you play, also es ist wirklich so praktisch zwei Decks für Magic-Neulinge. Die entsprechend dann nochmal Basic of Magic erklären, wo der Kartennamen, Mana Kosten steht, Expansionssymbol, alles nochmal erklärt. Karttypen, Länder, Kreaturen, Verzauberungen, Hexereien, Spontanzauber, Game Actions, die fünf Farben sind erklärt. Ja, wie man angreift, wie man blockt. Ja. Glossar, so Tappen, Haste, die Begrifflichkeiten sind. Genau, und nochmal ein Hinweis auf die Handy-App, die sich übrigens verspätet. So, FAQs nochmal. Okay. Gut, was haben wir noch? Wir haben, dann haben wir zwei Quick-Start-Guides, und zwar einmal für das Galta-Deck und einmal für den Serras Guardian als Deck. Gucken wir uns mal den Galta an. Ah ja, okay, gut. So, da sagen sie also Setup, hier zieh 7 Karten. So, deine Spielfläche, ready, let's play, so wird getappt. Und dann gehen sie wirklich daran an Zug 1, Zug 2. Man soll ja nicht mischen. Ne? Da werden die Kreaturen nochmal ganz kurz erklärt. Dann der gegnerische Zug, was da passiert. Ne? Weil die ja wirklich immer gleich sind. Wenn man nicht mischt, ist es ja genau gleich gepackt. Dann drittens dein dritter Zug. Das kann dann sich jeder nochmal hier entsprechend dann nochmal, wie der Kampf funktioniert, in welche Phasen sich der Kampf aufteilt. Der gegnerische vierte Zug. Dein vierter Zug. Der gegnerische fünfte Zug. Dein fünfter Zug. So, ne? So sollen ja das erste Spiel aussehen und dann, wie es von da ab dann weitergeht. Ne? Und dann der Hinweis, bist du bereit für den nächsten Schritt, dann hol die Planeswalker-Decks jetzt hier entsprechend mit dem Hauptset 2019. Bild ist auch einfacher als Gilden von Ravnica, wie wir sehen. Also sollte man auch damit dann spielen. Ne? Hier entsprechend für das weiße Deck ist das ja das Pendant dazu. Ne? Einfach dieses, wenn die jetzt anfangen, so nochmal hier, wie sieht die Hand, wie Land, Spielzone aus, ne? Wie wird getappt. Und dann entsprechend auch nochmal dein zweiter Zug, Kreaturen werden erklärt, dein dritter Zug. Also entsprechend dann der gegnerische dritte Zug. Also genau das gleiche aus der anderen Perspektive, wie der Kampf aussieht. Ja, einziges Manko natürlich leider englischsprachig. Ne? Das wäre ein super Produkt, wenn es auf Deutsch rauskommen wird, aber es ist auch nicht für den deutschen Markt konzipiert, es ist für den US-Markt konzipiert. Nur ist es halt auch in Deutschland erhältlich, ne? Oder in Europa erhältlich. Also insofern, und hier, wie es dann weitergeht. Ne? Aber ich finde es trotzdem ein richtig cooles Produkt. Für Englisch sollte da nicht so die Hürde sein, außer man ist wirklich zu jung oder so. Aber gerade wenn man da auch mit jemand anders, wenn man halt ein Geschenk machen möchte, ne, dann ist es nochmal eine bessere Anleitung, als wenn man mit dem Planeswalker-Deck anfängt. Einfach, weil diese Erklärung nochmal mit dabei ist. Ne? Und du halt wirklich... Einfach, das ist ja auch die Besonderheit, das gab es ja so auch in der Anfangszeit von Magic, glaube ich mal, vor irgendwie, weiß nicht, 20 Jahren oder so, gab es mal so Decks, die man auch nicht mischen sollte und direkt so loslegen sollte. Ne? Und dann hat man, wenn man es zum ersten Mal spielt,
hat man den Galtag ganz unten. Naja gut, aber wird er nachher gemischt dann. Also wir fangen mal mit dem Top-Deck an. Gehen wir mal auf die... Stimmt, ja. Wir gehen mal auf die ganz teure Karte. Okay, dann machen wir es mal auf. So, okay. Aber es ist zweifarbig. Hier haben wir weiß-rot. Guck mal, da könnte man doch die... Schwarz-grün. Das ist nur falsch. Es ist schwarz-grün. Ah, es ist schwarz-grün, okay. Also Golgari. Oh. Ja, stimmt. Okay. Ja. Gut. Ja, gucken wir mal. Also so würde der Zug dann sein. Hier von hier würden wir jetzt ja dann entsprechend unsere Hand dann ziehen. So. Falls. Da geht's dann hier los. Ne? Aber wir gucken uns mal das ganze Deck jetzt an. Also wir wollen es jetzt ja nicht komplett. Ja. Okay, ne? Und so, also hier haben wir, das ist so gesehen, der Decklord, Galta Primal Hunger. Ne? Beim nächsten Mal mischt man dann ja ganz normal. Das erste Spiel dient ja nur zur Erklärung. So wie sind die Spielfunktionen und so, ne? Die Mechaniken. Mhm. Und dann geht's los. Und ist richtig cool, dass der Galta drin ist, denn das ist eine Karte, die ist wirklich auch gut und teuer. Ne? Hast du mit deinem Deck auch gespielt, oder? Ja, ja, ne? Spiele ich. Spielst du noch? Okay, ne? Weil entsprechend hier eine 12-12-Kreatur, ein legendärer, ältester Dinosaurier. Er kostet X Mana weniger zu sprechen, wobei X die Gesamtstärke von Kreaturen ist, die du kontrollierst. Mhm. Ne? Und wenn man da so ein grünes, dicke Kreaturendeck spielt, wie viel Mana spielst du denn normalerweise in deinem Deck? Du hast ja immer schon ein, zwei Kreaturen immer schon liegen, ne? Ja, weil ich spiele eben häufig erst, wenn man nur so 5-2 Mana kostet. Ne? Ja, das ist auch die Sache, ne? Okay. Ja, also sprich irgendwie, und dann hat man für 5-2 Mana, hat man dann 12-12 Kreatur mit Trampel liegen, ne? Also der ist schon echt ein echtes Brett. Und wenn man natürlich mit so einem Deck anfängt, dann ist man auch mit Magic erstmal eingenordet. Dann macht es auch Spaß. Ne? Okay, dann haben wir noch eine zweite Rare-Karte mit da drin. Und zwar den Grave Awaker für 2 schwarze, 4 farblose Mana. Ein Bird Spirit, 5, Stärke 5, Widerstandskraft 5. Auch eine Karte aus dem Welcome-Deck. Das sieht man hier an den Nummern hier, dass der 293 von 280 ist. Das heißt, der ist nicht in der regulären M19-Booster-Serie drin gewesen. Und so kommt man an diese Karte halt auch ran, indem man einfach sagt, ich hole mir das Spellslinger-Starter-Kit. Ja, fliegt, ne? Und sagt, für 7 Mana Pumper Return Target Creature Card from your Graveyard to the Battlefield tapped. Das ist also auch, wenn man genug Mana hat, ist auch eine coole Funktion, sich die Kreatur direkt wieder zack, ne, ins Spielfeld zurückzuholen. Dritte Rare-Karte ist hier ein Enchantment, Creature Enchantment, Aura für 6 Mana, bekommt die Kreatur +7/+7 und Trampeln. Also da ist auch richtig nochmal, da wollen wir es halt dick machen. Vierte Rare-Karte, Verdant Sun's Avatar. Für 7 Mana ein 5-5er Dinosaurier-Avatar. Wenn er oder eine andere Kreatur das Spielfeld unter deiner Kontrolle betritt, bekommst du Lebenspunkte gleich der Widerstandskraft der Kreatur. Also auch das nochmal eine Karte, die im späteren Spiel erst kommt, aber das Blatt dann auch nochmal dreht. 5-5 der Rare-Karte, Pelaka-Wurm. Ne? Entsprechend hier 7 Mana, 7-7er Wurm mit Trampeln. Wenn er ins Spiel kommt, bekommst du 7 Leben und wenn er stirbt, ziehst du eine Karte nach. Also alles coole Fähigkeiten. Und wir sehen, wir haben also 5 Rares im Deck. Ja, entsprechend. Ja. Die gerade für Anfänger alle super sind. Das ist ja das, was Anfänger wollen. Einfach dicke Kreaturen mit coolen Fähigkeiten, die das Spiel auch nochmal wirklich beeinflussen. Ja, ansonsten haben wir Mana-Basis hier, ne, dass wir da Multiländer haben. Ne, dann haben wir Sümpfe, Wälder. Oh, guck mal, Lanovar-Elfen sind dabei. Mhm. 3-mal. Moment auch, ja, super, super Basis. Ja. Auch eine Karte, mit der du dann mit dem Deckboard dann gut weitergehen kannst. Ne? Moment of Craving, Kreatur bekommt -2/-2, du bekommst 2 Lebenspunkte. Ja, und dann so. Und dann so ja, so ein bisschen so weitere Karten, die dann, ich würde jetzt nicht auf alle Kammkarten eingehen, so ein bisschen, wenn irgendwas herausragendes da ist. Flieger können wir blocken, hier Kreatur größer machen. Ne? Und dann ansonsten so ein bisschen, jetzt wird es hier gemischt. So ein bisschen da, also bis da kann man eventuell noch spielen. Siehst du, hier kamen gerade die Länder in einer Rutsche. Ne? Und jetzt geht es so, wie man es dann sieht. Ne? Dass man, da haben wir dann entsprechend noch einen großen Dinosaurier mit Trampeln. Hier für 3 Mana ein 3-3er. Den können wir auch vom Friedhof wieder zurück auf die Hand holen. Ein Dinosaurier mit Reach. Vampire Sovereign, fliegender Vampir, ne? Wo der Gegner 3 Lebenspunkte verliert und du 3 Lebenspunkte bekommst. Also auch nochmal eine coole Fähigkeit. Ne, auch wieder hier dicke Sachen. 5-5er. Mhm. Nochmal den Vampir. Reclamation Sage. Destroy Target Creature. Also auch so ein paar schöne Basics, wo du einfach gut mit spielen kannst. Also, ne, Kreatur auch hier der Grave ist auch gut.
Ne? Der Sage, enters the battlefield, you may destroy target artifact or enchantment. Also wir können auch wirklich was machen mit dem Deck. Das ist noch eine Karte, die soll an der Position noch sein. Chupacabra, auch richtig gut für 4 Mana 2/2. Wenn er ins Spiel kommt, destroy target creature and opponent controls. Ja. Super. Ne? Generell eine gute Ankamkarte und hier nochmal größer machen. Ja, destroy target creature. Also da auf jeden Fall ne? Ein schönes Deck. Was für Einsteiger super spielbar ist. Also es ist nicht zu kompliziert. Ne? Und das wird auf jeden Fall Spaß machen zu spielen. Und wie gesagt, wir haben ja auch eine Einzelkarte drin, die ja auch sonst teuer ist. Das heißt, man verschenkt da keinen, in Anführungsstrichen, irgendwie wertloses Zeugs, sondern halt wirklich praktisch wie die Dual-Decks, nur für Einsteiger. Ne? So, ja. Jetzt gucken wir mal in das andere. Also ich finde es gut. In Deutsch wäre es natürlich noch besser. Ja, klar. Ne? Aber kann man das wirklich an jemanden verschenken, der mit dem Englischen kein Problem hat. Wenn du sagst, du willst wissen, was für Magic ist, dann guck doch mal hier. Also, ne? Weil dann kann man ja wirklich einfach, es geht ja wirklich darum, diese Partien runterzuspielen. Okay, Sarah's Guardian. Also 6 Mana, 5/5 fliegender Engel. Tappt nicht beim Angreifen und sagt, andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Vigilance. Das heißt, die tappen auch nicht beim Angreifen. Also eine Fähigkeit unter Weiß. Super. Das ist ne? gut. Ja. Richtig cool. So, und wir sind Weiß-Rot. Dann haben wir direkt noch einen richtig coolen Drachen dabei, den Demanding Dragon. 5 Mana, 5/5, das ist eine gute ne, Kurve entsprechend oder gutes Verhältnis zueinander, fliegend natürlich. Und wenn er ins Spiel kommt, macht er 5 Schadenspunkte auf einen Zielgegner, außer der Spieler opfert eine Kreatur. Also auch da ein cooler Drache, der auch einfach Spaß macht zu spielen und ne, das ist also von viel Spaß. Sehr, sehr schön, genau wie der Burning Suns Avatar, auch ein richtig cooler Dinosaurier. Ja, wenn er ins Spiel kommt, macht er 3 Schadenspunkte auf einen Zielgegner und 3 Schadenspunkte auf bis zu eine Zielkreatur. Ne? Also auch für 6 Mana, ein 6-6er, super. Oh, ein Klassiker ist dabei, Shivan Drache, den fand ich ja damals ganz, ganz toll. Das war so der erste Drache im Hauptset, im Basisset. 6 Mana, 5/5 fliegend, aber für rotes Mana plus 1 plus 0 bis Ende des Zuges kann man pumpen. Das ist so der Basic Drache, aber der ist auch. Der ist aber auch stark. Ne? Also, ja. Dann haben wir noch den Citywide Bust für 3 Mana und Sorcery. Zerstört alle Kreaturen mit Widerstandskraft 4 oder größer. Das ist eine Rivalen von Ixalan-Karte. Die hat es also hier reingeschafft. Ach, eine Gilden von Ravnica-Karte. Ja. Ne? Genau, und super, dass sie die mit reingepackt haben. Mhm. Ne? Entsprechend räumt die auch mit dem anderen Deck total auf. Was von. Ne? Also insofern ist auch cool. Das war noch eine geheime Karte, die war, als wir das in den News vorgestellt haben, da war noch gar nicht bekannt, welche Karte da drin sein wird. Stimmt, ne? Aber ist ja schön, dass die jetzt hier mit drin ist. Also generell cooler Creature Sweeper. Ja, also sehen wir haben in dem rot-weißen Deck auch 5 Rares mit dabei und auch alle cool. Also gerade für Anfänger, super Rares, ne, die alle Spaß machen zu spielen, nicht zu kompliziert und auch gut für den eigenen weiteren Deckbau, so nach dem Motto. Das sind ja solche Sachen, die will man ja auch dann spielen. Ne? Also gerade als Anfänger erstmal damit. Ne? Gut, entsprechend hier dann wieder unsere Mana-Basis. Und dann haben wir hier Sun Sentinel, also einfach eine Vigilance-Kreatur, einen fliegenden Falken. Ein Sky Terror, der auch eine sehr schöne Ankamkarte ist. 2/2 Flying Menace, also kann nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden, richtig? Menace? Ja. Ja, ich habe mir den englischen Begriff, ich spiele ja immer Deutsch mit dir, weißt du, deswegen muss ich auch schon wieder gucken. Ne? Den Pilgrim mit Haste, Dual Shot, okay. Schießt ein bisschen Schaden. So, hier bekommt eine Kreatur Eile bis zum Ende der Runde, auch eine schöne Basisfähigkeit. Mhm. Wieder was Fliegendes, also wir haben entsprechend hier viel Fliegen oder einfach Ritter, die dann schnell sein wollen, wollen einfach schneller sein. Genau wie hier der Instant, also Spontanzauber-Kreaturen, die du kontrollierst, bekommt plus 2 plus 1 plus 1 des Zuges. Dualschutz sehen wir, ist mehrmals drin, der macht einen Schadenspunkt auf bis zu 2 Zielkreaturen. Sky Terror auch noch mehrmals drin. Lightning Strike, sehr, sehr schön, dass der drin ist. Ne? Einfach 3 Schadenspunkte auf irgendein Ziel als Ankamkarte. Ne? Also da sehen wir hier, das ist das Typische, was Weiß-Rot auch will. Einfach schnell sein, schnell Schaden machen, Schaden hinterher schießen und dann noch mit solchen Unterstützerkarten, hier wie den Schatz und Monstrosauer, den finde ich richtig cool, für 5 Mana Trample Haste. Da drückt er nochmal was Starkes hinterher. Wir können uns vielleicht den Weg freischießen, genau wie der Skylight Legionär, Flying Haste, 3 Mana 2/2, super. Ja. Also ist auch hier, sehr gut. Ja, dann hier die Skill-Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Da können wir also was Starkes so gesehen einfach einfrieren. Alter. Ne? Ja. Ja, genau. Ne? Oder hier den Sky Marshal wieder. Also wir kommen da über die Luft, können uns alles freischießen. Super. Skylar-Digger, wir sind schnell. Ne? Kreaturen dann alle verstärken.
sind also wirklich zwei unterschiedliche Decks. Ne, hier kriege ich eine Kreatur plus 2 plus 2. Also genau das, was einfach so ein weiß-rotes Deck halt machen will. Ne? Ja. Mhm. Und hier sind die Karten, die man am Anfang spielt. Da ist der Dinosaurier auch schon direkt mit dabei. Dann wissen wir schon, was abgeht hier. Ne? Also, ich finde die Decks richtig gut. Welche Karte meinst du? Hier. Ja. Das ist eine Spezialkarte. Irgendwie weiß ich gar nicht. 14 von 68 C. Symbol ist neu. Müssen wir mal nachgoogeln oder so, wo der schon mal drin war. Ist ja auf jeden Fall ein Reprint von irgendwas oder so. Ist keine wertvolle Karte, ist ja eine Kamm-Karte, ne? Aber ja. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, plus 1 plus 1, wenn es zu ist, also schlecht ist er nicht. Mhm. Ne? Passt gut rein. Sieht so ein bisschen nach Innistrad oder so, sieht der irgendwie aus. Aber ich frage mich nicht, was das wurde. Okay, na gut. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, ne? Genau. Und schreibt mal generell, was ihr von den vom Spellslinger Starter Kit haltet. Also wir finden es beide gut. Ja, ne? Ja. Also ich finde es richtig super. Also es ist wirklich so, kann man auch, also wirklich, es soll ja praktisch dazu dienen, wenn jemand Magic nicht kennt, zu sagen, hier, was ist das, dann greift ihr das mal, fangen wir damit an. Und ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sind ja noch die Würfel entsprechend mit dabei. Man kann also wirklich direkt loslegen. Zu teuer ist es auch nicht. Genau. Und dann kann man damit dann aufbauen. Also ich finde, das ist ein tolles Produkt. Wenn ihr jemanden habt, dem ihr Magic schenken wollt, habt da unseren Segen, ja, unsere Empfehlung dafür. Ja, ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie gesagt, gebt ein Like, wenn euch das Video gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Ne? Ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.